So, jetzt wird das Ganze ein bisschen interessanter. Wir sind bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierung bei Risky Wheels der Pfannkuchenfestung oder Hydro 16. Wo die drei Orte sind, werde ich euch natürlich sofort zeigen. Wie machen wir das Ganze? Am besten wirklich im Solo-Modus. Einfach im Solo-Modus. Ich persönlich würde Risky Wheels empfehlen. Das ist schon mal alleine da, wo die Leinwand steht. Ich denke mal, den Ort müsste eigentlich jeder kennen. Die anderen zwei Orte werde ich euch natürlich auch verraten. Aber vorweg, wenn ihr Bock habt, einen Skin zu gewinnen, einen legendären Skin, dann gerne in der Videobeschreibung den Link abchecken. Guckt euch das Video an, hört genau zu, was ihr machen sollt. Und dann könnt ihr schon am Gewinnspiel teilnehmen, beziehungsweise an der Verlosung. So, wenn ich euch jetzt mit der Aufgabe helfen konnte, dann lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo. Ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was generell Aufgaben betrifft, ich werde nämlich jede Aufgabe hochladen und das schon seit über einem halben Jahr, dann seid ihr bei mir schon mal definitiv an der richtigen Adresse. So, kurz die Orte. Hier ist schon mal Hydro. Hydro ist da, wo der Staudamm ist. Dann die Pfannkuchenfestung ist hier oben. Aber wir gehen natürlich zu Risky Wheels und Risky Wheels ist da. Da würde ich euch halt wirklich empfehlen, konstant hinzugehen, weil da werden alle hingehen. Hier wird selten einer landen und hier an dem Staudamm habt ihr keinen Loot, da habt ihr gar nichts. Also ohne Quatsch, Whiskey Wheels ist da echt die erste Adresse. Man kann es natürlich auch in Gruppenkeile versuchen oder wenn ihr im Arena-Level gerade ganz niedrig seid, dann könnt ihr da natürlich auch hingehen. Weil da habt ihr Spieler in auf eurem Niveau. Also so, wenn ihr unter 1000 seid oder so, würde ich wirklich empfehlen, macht Arena. Ich bin halt leider um die 2000 so in dem Dreh. Klar, ein bisschen drunter. Aber da sind die Gegner natürlich schon ein bisschen besser. Deshalb probiere ich es einfach solo. Vielleicht finde ich sogar einen Bot. Man weiß hier nie. Also, wir müssen 5 Kills machen. Also, das ist schon ein bisschen viel, würde ich sagen. Also, 3 Kills hätten auch gereicht. Also, hier die Aufgabe wird definitiv für mich wieder eine nervenaufregende. Und auch nervige. Komm, flieg weiter, flieg weiter, flieg weiter. Lol. Kill Nummer 1. Kill Nummer 2. Lol. So fängt man natürlich gerne an. Nein, nein, nicht lecken. Kill Nummer 3. Lol. Also so kann es laufen. 3 Kills, eine Runde. Schmeckt. So könnt ihr es also machen. Einfach easy, 3 Kills zum Anfang. Ja, du hast natürlich. Ja. Da muss ich nichts zu sagen. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie das Ganze ablaufen kann. Also 3 Kills sind machbar. Lol. War aber wirklich Glück. Also die, die mich kennen, wissen, das war eigentlich top gespielt von mir. Das sind die meisten wahrscheinlich überhaupt nicht gewöhnt von mir. So, wie gesagt, gerne dafür ein Like da lassen, gerne ein Abo, kostet euch nichts. Macht auch gerne bei der Skin-Verlosung mit. Und in dem Sinne wirklich erstmal die, die nur wegen der Aufgabe da sind, haut rein. Euch Abonnenten hole ich natürlich wieder mit auf die zweite Runde noch und natürlich wieder im Solo-Modus und Abfahrt. Ich hoffe, ich muss jetzt keine 16 Sekunden warten. Also ich muss sagen, mit 3 Kills am Anfang habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet, aber schmeckt natürlich. Vor allem hätte ich die Pump gehabt, mit der Pump kriegst du einen Kill hin, aber mit der Dings, das war schon, das war nice. War mal ein Highlight. Boah, wenn ich sehe, ich muss noch 5-mal so viel Schaden machen, ne? Lol. Aber die waren auch wirklich nicht alle gut. Der letzte war ein bisschen besser.
Beziehungsweise der letzte hat einfach Glück, dass er eine scheiß RPG hat, ey. Ich wollte erst nochmal eine Wand setzen und snipen. Aber ich dachte, nee, lass es. Es geht eh in die Hose. Hätte ich den noch geholt mit der Sniper, das wäre Nonplusultra gewesen. Aber ihr habt ja gesehen, Risky Wheels, da werden alle landen. Ich denke mal, da werden auch viele wirklich verzweifeln an der Aufgabe, weil 5 Kills ist wirklich schon. Das ist was. Ist nicht ganz so leicht. Und natürlich geht die Route jetzt immer Richtung Whiskey. Aber ohne Quatsch, wer landet denn hier? Warum sollen wir da landen? Selbst wegen der Aufgabe. Wo willst du nun da Waffen herkriegen und alles? Und hier, ja gut, hier wird bestimmt auch der ein oder andere landen. Aber Risky ist da wirklich. Eigentlich hätten sie direkt mal 5 Kills und Risky machen können. Wer hätte genau denselben Effekt? So, und Schleuderaffe, erstmal danke für deine Info. Es heißt nämlich wohl wirklich Snipers. Statt Sniper, aber mir ist auch nichts anderes eingefallen, außer Snipers. Was hätte ja sein können, weil das hört sich so komisch an. Ich meine, bei Auto und Autos ist was anderes, aber Snipers? So, bitte dasselbe nochmal und ich habe die Aufgabe fertig. Ich würde es sehr schätzen, wenn. Vor allem, warum sind die schneller als ich? Nein! Oh, schmeckt. Hallo, nicht schlägen. Nein, ich dachte, wir stehen jetzt noch wohl. Ah, Mann, ärgerlich. Aber gehen wir direkt nochmal rein. Ein Kill brauchen wir nur noch. Also es läuft deutlich besser, als ich dachte. Ich dachte, ich müsste mindestens 5, 6 Mal reingehen. Das war ärgerlich. Das Problem ist, dann will ich es natürlich wissen. Jetzt will ich natürlich zeigen, was ich kann. So, gehen wir direkt nochmal rein. Ich hoffe, bei euch dauert es nicht ganz so lange. Weil, wie gesagt, ich glaube, da werden echt manche verzweifeln an dieser Aufgabe. Und wie gesagt, probiert erst gar nicht woanders dahin zu fliegen. Versucht wirklich an diesen großen, also hinter die Leinwand zu kommen, da den Loot zu holen. Lasst euch nicht auf diesen Häuserkampf ein. Weil ihr habt ja gesehen, ich bin jetzt zweimal zu spät gekommen quasi. Der war oben an der Kiste und hat den anderen Loot noch gehabt. Aber trotzdem haben sie immer beide verloren. Ich meine, gut, der erste auf der Treppe, da war jetzt Glück. Dass ich dem direkt den Headshot hinterher drücke und dass die Pump überhaupt schon nachgeladen war, das war auch schon mit Glück verbunden. Aber vielleicht kriege ich es ja hin und krieg direkt nochmal den Kill hin, dann wäre ich echt zufrieden. Und wie gesagt, schreibt mal rein, wie viele Runden habt ihr gebraucht und bitte nicht, ich hatte in der ersten Runde in Risky direkt 18 Kills. Also wirklich mal ernsthaft. Ich meine, wir wissen selber, es gibt dann Runden, da klappt gefühlt gar nichts. Und was habe ich gesagt? Wieder an Risky Wheels vorbei. Man kennt ihn. Vor allem, man kennt mich. Meine Stimme fängt an nachzulassen. Vor allem, ich habe doch erst 8 Videos gemacht. Lol, 12 Stück habe ich noch vor mir. Das war es an der Stelle nämlich dann komplett. Also ich glaube, das Shop-Video werde ich wahrscheinlich noch machen können heute. Und danach wahrscheinlich noch 2, 3 Aufgaben. Also heute wird ein langer Abend für mich. Aber wie gesagt, für mich ist das wirklich. Es hört sich blöd an. Es ist wirklich schon fast eine Sucht für euch, so schnell wie möglich die Videos zu haben. Obwohl ich es genauso gut morgen fertig machen könnte. Weil die meisten machen die Aufgaben eh immer samstags. Aber. Da muss ich ehrlich sein, da will ich wirklich mit einer der Ersten sein. Die Ersten sowieso nicht. Also manche, ich weiß nicht, entweder arbeiten die nix oder keine Ahnung. Aber gefühlt sind die bei jeder auf. Na klasse. Hallo. Ja, leckt noch mehr. Ja, schön machst du das.
Mann, habt ihr die Lecks gesehen? Wie soll ich denn da bitte schön was treffen mit der Pickaxe? Und ich hätte eine Chance gehabt, safe. Aber ich werde es natürlich weiter probieren. Und erstmal danke, dass ihr so lange zugeguckt habt. Und in dem Sinne, viel Spaß bei euren Aufgaben und haut rein.